Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Sektor 3 mit Paxis. Wir werden erstmal gucken, was sich so verbessert hat. Feuerklinge wirft eine flammende Axt. Erhöht den Schaden, der durch die Axt verursacht wird, um 20% und die Geschwindigkeit um 50%. Aber ich will ja eigentlich erstmal Stürmen auswählen und gucken, wie das aussieht. Deswegen lassen wir das erstmal mit der Feuerklinge. Können wir Stürmen schon verbessern? Nein. Okay. Meteorsturm, das klingt doch mal ziemlich nice. Lässt ein Meteorschauer aufkommen, der Feind im Umfeld Schaden zufügt. Ja, das kaufen wir auf jeden Fall mal und werde ich auch direkt mal auswählen. Zumal wir ja jetzt erstmal Nebenquests machen. Hatte ich hier alles? Ja. Nebenquests machen und da können wir die neuen Sachen direkt mal ausprobieren. Ausweichen. Das Ausweichen in einem schwachen Feind oder ein Objekt fügt diesen Schaden zu. Ne, brauchen wir nicht. Hä, hatte ich nicht irgendwas Ausrüstungsmäßiges gefunden? Rüstung Level 2. Was bedeutet das? Ach, jetzt haben wir hier oben rechts so ein Ding drauf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weniger Schaden nehmen, oder? Und wir nehmen mal den anderen Waffengeist, nämlich diesen besessenen Mensch. Alendo war ein reicher Juwelier aus Hohenmut, der leider von Mulahir besessen war, einem Dämon der Eitelkeit. Diese seltsame Kombination schuf ein Monster, das wunderschöne Gegenstände und Edelsteine mehr als das menschliche Leben schätzte. Nach seinem Tod bietet Mulahir oder Heir seinen Verbündeten nun zusätzliche Energie, in der Hoffnung, noch mehr Schätze und Schönheit für sich anhäufen zu können. Teammitglieder erhalten 10% mehr Energie von Energiekugeln. Energiekugeln geben dir 10% weniger Energie. Aha. Nehmen wir einfach mal. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Ich frage mich, wozu dieser Itemshop ist, weil die Energie habe ich ja immer. Nur diese komischen Energietotems. Ach, Energietotem stellt die Energie wieder her und nicht die Lebensenergie, sondern die Energie für Spezialangriffe. Das kaufen wir natürlich. Oh mein Gott, bin ich dumm. Nice. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die Nebenquests. Schiefergrast. Eine Gruppe Grimrocks hat in dieser Höhle ihr Lager aufgeschlagen und starteten Überfälle auf die Umgebung. Wir müssen sie ausräuchern. Ja, und wie gesagt, in Zukunft immer zuerst das Nebenquest und erst dann die Hauptmission, damit wir aufleveln können. Ah, dann wäre das vielleicht einfacher gewesen. So, wir haben einmal heranstürmt. Das ist schon mal nice, weil wir damit schneller sind. Und wir haben Meteorsturm. Davon haben wir sogar 4 Aufladungen. Aber scheint halt relativ ungerichtet zu sein. Also, ja, die Ziele. Mal gucken, Vorsicht, wie das ankommt. Seid auf alles gefasst. Mal schauen, wie uns dieser Sturm im Kampf. Oh, der scheint ziemlich nice zu sein. Der Meteorsturm scheint mega nice zu sein. So vom Gefühl her. Und wir haben 4 Aufladungen davon, was auch nicht schlecht ist. Sauber. So. Aber es ist noch nicht vorbei. Bleibt konzentriert. Besiegt alle Feinde. Wir sollen also wirklich das hier ganz klassisch ausräuchern im Sinne von besiegt alle Feinde. Okay. Machen wir gern. Ich glaube, an diesen Meteorsturm könnte ich mich echt gewöhnen. Exquisit. So. Stimmt, wir nehmen ja jetzt weniger Energie. Das ist natürlich nice. Gut darin. Wisst ihr das? Also gerade gegen so einzelne Endgegner, also gerade gegen so fetten Bosse ist dieser Meteorsturm halt cool, weil er kontinuierlich Schaden macht. War's das schon? Nice. Okay. Krass. Kurze Mission, aber okay, das haben die Nebenquests ja so an sich. Dass sie immer relativ kurz sind. Also den Meteorsturm werde ich auf jeden Fall behalten, der gefällt mir mehr als gut. Aber das Heranstürmen ist halt so unzielgerichtet, also das ist, ich weiß noch nicht so richtig, ob mir das gefällt, dieses Heranstürmen. Aber ich werde dieses Heranstürmen nochmal im nächsten Nebenquest benutzen und mal gucken, wie es mir da gefällt.
So. Ach nee, Quatsch, wir gehen erstmal kurz rein. Ich glaube, ich werde bei dem Waffengeistern auch einfach den ersten nehmen. Der hat mir irgendwie am besten gefallen von seinem Gelaber her. Ja, den werde ich nehmen. Vom Gelaber her hat mir einfach am besten gefallen. So, dann Kampfkünste, Flammenodem. Gab es nicht irgendwas Neues? Erhöht den Schaden, der durch die Axt verursacht wird, um 20% und die Geschwindigkeit um 50%. Ist halt hauptsächlich nur, um Schaden zu machen, einzelnen Schaden. Ich überlege halt gerade, ob ich vielleicht mal die Axt nehme. Der Sturm hat mir nicht so gefallen, der Flammenodem war irgendwie auch nicht so krass. Und wenn ich die Feuerklinge nehme, habe ich endlich mal einen Distanzangriff. Damit hätte ich zum Beispiel auch ziemlich sexy diesen Boss da bekämpfen können, den letzten. Gab es bei Flammenodem schon ein neues Level? Nee. Ja, ich denke, ich will echt mal die Feuerklinge ausprobieren, einfach weil ich... Ach, ich habe nicht so viel Geld. Zumindest nicht genügend, um es dann auch direkt zu verbessern. Okay, dann nehmen wir nochmal Stürmen. Also ich werde dann doch nochmal Stürmen probieren. Das Ausweichen wollte ich nicht. Block auch nicht. Hier gab es noch nichts Neues. Ach doch! Die Reichweite wird erhöht, aber das ist ja echt sinnlos. Ja, dann lassen wir es einfach mal so und machen mal das nächste Nebenquest. Verlorene Katakomben, besiegt die Grimrocks in den Überresten dieser alten Festung. Sie scheinen nach einer Art Relikt zu suchen, das in euren Händen viel nützlicher wäre. Das stimmt natürlich. Vor allem dieses Relikt. Dieses Relikt hilft mir vielleicht. Hätte mir vielleicht geholfen in dem einen schweren Level. Naja. Nachher ist man immer schlauer. Oh, mir schlottern schon die Knie. Ja, da redet viel mehr der Typ. Scheint echt Sinn zu machen. Das gefällt mir. Erledigt ist erledigt. Okay, ich glaube, aber vergesst dieses nicht, die guten Sachen aufzusammeln. Was, das war's schon? Die nächste Welle kommt. Ach nee, okay, ach so, okay, das ist wieder so mit Wellen, ich dachte schon. Ich glaube, der Randschirm gefällt mir irgendwie jetzt doch. Ich weiß auch nicht so richtig warum, aber ja, vor 5 Sekunden, da fand ich sie noch doof, jetzt gefällt sie mir. Ich glaube, daran könnte ich mich gewöhnen. So. Gib's mir! Halt echt cool, um Distanzen zurückzulegen, auf jeden Fall. Sauber! Schnappt euch die Belohnungen, bevor ihre Freunde aufkreuzen. Nehmen wir mal alles mit, das schöne, teure Gold, weil wirklich viel Gold haben wir nicht mehr. Nächste Welle. Kommt mal her. Oha, was ist das denn? Exekutieren. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Bereit machen. Da fragt man sich natürlich echt, warum kommen denn die nicht alle auf einmal? Also es wäre logischerweise viel schwerer für mich, wenn ich gegen alle auf einmal kämpfen müsste und es nicht verschiedene Wellen gäbe. So, dann kommt mal alle brav her. Ich hier einen nach dem anderen platt machen kann. Die scheinen aber echt richtig krassen Schaden zu machen, diese Meteore, wenn sie treffen. So macht man das. Aber ihr müsst es nochmal machen. Ein letztes Mal. Oh, in der fünften Welle kommt auf Garantie wieder ein ziemlich dicker Gegner. In der letzten. So, schauen wir mal. Viele scheinen auf jeden Fall zu kommen. Sehr viele. Da ist auch der dicke Gegner, von dem ich gerade gesprochen habe.
Oh, ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Ja, okay, das ist nicht so cool. Das, den kennen wir doch. Das war doch der Endboss im ersten... Das war doch der erste Endboss, oder? Das erinnert auch schon wieder an... Dark Souls. Boss-Gegner kommen später auch als normale Gegner. Okay, ich sehe... Ich sehe, es macht auf jeden Fall Sinn, diesen Meteorsturm sofort einzusetzen, sobald man wieder steht. Mit dir mache ich es besonders. Damit man auch angreift, während man quasi gestunt ist und am Boden liegt. So. Ihr habt sie eiskalt erledigt. Gegner erhalten Schutzaura. Okay, eine Schutzaura. So, sammeln wir mal das ganze Gold ein und gehen dann weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir noch neue Nebenquests freigeschalten haben, die wir erstmal erledigen müssen. Schauen wir mal. Auftrag abgeschlossen. Verlorene Katakomben. Nice. Okay. Schutzaura erhalten. Was können wir denn damit machen? Mit der Schutzaura. Ah, Item Shop, okay. Verringert erlittenen Schaden von allen feindlichen Angriffen in Reichweite. Ja, nehmen wir natürlich auch mit. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe ja dieses Energietotem gar nicht mehr benutzt. So. Will ich den. Ja, eigentlich will ich mal die Feuerklinge benutzen. Ich will wenigstens mal gucken, wie lohnenswert die ist, aber ich kann mir immer noch nicht beides, also ich kann mir immer noch nicht die Erweiterung leisten. Deswegen, ich denke, ich werde doch nochmal zu Flammenodem gehen. Ja. Also der Flammenodem ist halt einfach fast immer gut. Egal, ob man einen Gegner hat oder mehrere. Aber dieses Heranstürmen macht halt nicht immer Sinn. Fentrelhain. Unsere Späher berichten von feindlichen Truppen, die tief im Wald einen verschollenen Elfentempel gefunden haben. Sie versuchen, die antiken Reliquien aus purem Vergnügen zu stehlen. Das müssen wir stoppen. Ja, da haben wir tatsächlich noch einen Nebenquest. Machen wir mal noch. Bevor wir uns dem nächsten Hauptquest widmen. So. Ist geil, wie man hier immer einfach so in dieses Gebiet reinfällt. Oh, ist genau die falsche Richtung. Lustig. Wir müssen hier bereit? Hoch. Die werden es uns nicht leicht machen. Macht ein X. Echt sexy. So, exekutieren. Sauber. Aber es ist noch nicht vorbei. Bleibt konzentriert. Dann haben wir es auch fast geschafft. Hier ist auch einfach wieder nur besiegt alle Feinde. Gefällt mir irgendwie auch besser als diese Wellen. Ich weiß nicht. Bei diesen Wellen müssen wir halt ständig am gleichen Ort kämpfen, wenn wir hier bei diesen besiegt alle Feinde sind. Das ist etwas abwechslungsreicher, würde ich mal behaupten. So, wir exekutieren hier einfach mal einen nach dem anderen. Okay. War das für dich auch zu gut? Vergessen wir diesen Meteorsturm einzusetzen, wenn er vorbei ist. Dadurch, dass wir vier Ladungen von dem haben, können wir den eigentlich dauerhaft benutzen, weil bis der aufgehört hat, quasi zu schießen, dieser Meteorsturm, kommt schon die nächste Angriffswelle und da lade ich dann einfach meine Energie wieder auf. So. Auf jeden Fall sind die Nebenquests mit den Wellen, mit den verschiedenen Wellen, länger als diese, wo wir einfach nur alle Feinde besiegen müssen. Das ist schon auffällig. Okay. Schöner Kopf. Schöner Kopf.
Der ist zugewachsen, der nicht. Und der ist einfach nur etwas dreckig. Na gut. Verlassen wir das Level, wir haben es geschafft. Ich frage mich, wann sich mal meine Heiltränke erhöhen, die ich mitnehmen darf. Zwei Stück sind irgendwie nicht so viel. Geschafft. Neuer Auftrag erledigt. Die Schutzaura-Vorrat vergrößert. Schön, der Schutzaura-Vorrat wurde vergrößert. Genau wie das andere Ding, dieses Totem-Ding wurde auch schon vergrößert. Aber das Wichtige, meine Energie, das wurde noch nicht vergrößert. Hier, da, immer nur zwei, das war nervig. Schade, dass ich nicht selber aufleveln darf, oder kann, oder muss, oder wie auch immer. So, was wäre denn der nächste Auftrag? Korradbecken. Empfohlen Level 7 sind wir ja auch. Sorgt dafür, dass die Söldner nicht mehr den Wasservorrat vergiften. Okay. Na los. Dann machen wir das mal. Wir haben ein Sprichwort. Eine Feier ist nur ein Vorspiel zu noch mehr Ärger, obwohl dieser meistens nur ein Kater ist. Septik ist unser Kater. Er hat das Wasser des Brunnens im Korradbecken vergiftet. Warum? Wenn er die Seraphim bekämpfen will, hätte er doch nur zu fragen brauchen. Wegen Zane. Er hat Septik beauftragt, den Brunnen zu verseuchen. Also, damit ihr es wisst, das Korradbecken stinkt übel, also wirklich übel. Die Lebenden sterben nicht so wahlvoll, wie ich es mir wünsche. Ich will mehr Enthusiasmus. Erhöht die Giftmenge. Wenn wir nicht handeln, wird er den Wald auslöschen, der als natürliche Barriere zwischen den Ashen-Truppen und dem Widerstand dient. Ich glaube es nicht. Dass er dabei tausende Unschuldige töten wird? Ach nein, das glaube ich schon. Er ist ein totaler Mistkerl. Ich glaube einfach, sein Plan könnte noch schlimmer sein. Dann sollten wir ihn besser stoppen. Wir vergiften oh, Sie ja. Das Wasser. Unser Volk zu jagen ist eine Sache. Aber die Natur und unser Land anzugreifen. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier trotzdem erstmal einen Cut, weil ich sehe gerade, dass die 20 Minuten Aufnahmezeit gleich vorbei wären und ich habe leider nicht die Zeit. Ich habe leider nicht die Zeit, jetzt nach dieser Aufnahme noch eine Aufnahme zu machen. Das würde bedeuten, dass ich dann eh gleich abbrechen muss und dann müssten wir das Level sowieso wiederholen. Deswegen schaue ich nochmal kurz. Ah, hier ist eine Truhe. Die werden wir dann beim nächsten Mal auch nochmal aufmachen, wenn ich dran denke. Schau noch kurz, wo es lang geht und dann werden wir jetzt hier mal einen Cut machen. Etwas eher als sonst. Aber wie gesagt, das Problem ist bei diesen Hauptquests, die sind immer relativ lang. Und da bringt es mir nichts, jetzt anzufangen damit, wenn ich dann sowieso gleich wieder Schluss machen muss. Ich habe leider keine Zeit, dann noch eine Aufnahme anzuhängen. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ihr mir ein Like gebt, ein Abo oder einen Kommentar und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, euer Praxis. Tschö, tschö.